Und jetzt kommen wir mal wieder zur Kategorie, wie schaut's denn eigentlich bei Activision Blizzard aus? Ja, wir haben in diesem Jahr sehr viel darüber berichtet. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ich mache noch lange keinen Jahresrückblick, liebe Freunde. Aber es geht um die Skandälchen sind schon lange nicht mehr, um die Skandale rund um den Spieleentwickler und Publisher natürlich. Da ist eine Menge passiert. Wir wissen, sexuelle Vorwürfe, Rassismusprobleme und es sind Köpfe gerollt, beziehungsweise freiwillig sind sie gerollt, mal mussten sie rollen. Und nur und einer hat geschwiegen. Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard. Nun aber hat er nämlich dem Wall Street Journal ein Interview gegeben. Ja, und in einem Bericht, der diese Woche auch enthüllt wurde, ist nämlich bekannt geworden, dass Kotick seit Jahren von dieser Sexismus-Problematik im Unternehmen gewusst haben soll. Ja, erst heute in einem Artikel soll er nämlich mit den neuen Vorwürfen um den CEO, ging es ja natürlich darüber. Es haben viele Gaming-Seiten, vor allem auch PC Games, nämlich darüber berichtet, dass es nämlich neue Vorwürfe vor allem auch Richtung Kotick nämlich geht. Nun hat er sich selbst in einem Statement an seine Mitarbeiter bezüglich der aktuellen Situation sich gewandt, hat dort entsprechend etwas gesagt und bevor Kotick den Bericht des Wall Street Journal sich wendet, bedankte er sich nochmal bei allen Angestellten, die in den vergangenen Monaten ihre Erfahrungen innerhalb des Unternehmens auch geteilt haben. Also in Zukunft wird es deshalb auch weitere Veränderungen bei Activision Blizzard auch geben, die Vorwürfe, aber die im Wall Street Journal unter anderem auch genannt wurden und die andere Medien natürlich auch noch mit reingebracht haben, die dementiert er zumindest. Es hieß unter anderem, in den kommenden Monaten wird es natürlich weiterhin Medienaufmerksamkeit über uns und unsere Industrie geben. Tatsächlich gab es auch heute einen Artikel, der einen falschen und irreführenden Blick auf unser Unternehmen, mich persönlich und meine Menschenführung wirft. Ja, mehr hat Kotick dazu nicht gesagt. Und klar ist ja auch schon längst, gestern haben nämlich mehrere Mitarbeiter bei Activision Blizzard auch seinen Kopf gefordert. Also sprich, er soll zurücktreten. Doch das sieht eher nicht danach aus, dass Kotick sagt, gut, ich gehe. Nein, er bleibt. Er wird auf seinem Stuhl als CEO von Activision Blizzard weiterhin sitzen bleiben. Das kommt für ihn nicht in Frage. Das komplette Statement kann man im Übrigen, wer nämlich auch sehr gut im Englisch übersetzen ist, auf der offiziellen Webseite von Activision Blizzard sich im Übrigen auch nochmal durchlesen. Trotz der ganzen schwierigen Vorwürfe verteidigt Kotick den Vorstand von Activision Blizzard noch immer, beziehungsweise der Vorstand verteidigt den CEO, so wollte ich das sagen. Und laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sind ja auch die Verantwortlichen davon überzeugt, dass Kotick selbst mit diesen Problemen im Unternehmen korrekt umgegangen ist. Sehen Mitarbeiter im Unternehmen etwas anders, aber natürlich auch viele Kritiker und auch viele Analysten deswegen. Die Aktie unter anderem von Activision Blizzard ist durch die ganzen Skandale, aber natürlich auch durch Verschiebungen vom neuen Diablo und von Overwatch 2, also Diablo 4 und Overwatch 2, ja ordentlich ins Minus gegangen. Und jetzt ist man auch nicht mehr das wertvollste Spieleunternehmen in den USA, darüber haben wir auch berichtet und so weiter und so fort. Und trotzdem darf Kotick bleiben, stellt sich die Frage nur, wie lange? Ne? Also es kann sich noch um lange Zeit handeln. Da will ich selbst auch nicht geradewegs irgendwie was reinwerfen. Dennoch, interessantes Thema weiterhin. Wir halten euch da auch noch weiterhin auf dem Laufenden, was die Geschichte um Activision Blizzard auch weiterhin angeht.